Morgens ist er hier in Hitzacker ein scheinbar ganz normaler Lehrer für Englisch, Erdkunde und Theater, aber... Verstanden! Nach Feierabend dreht er nochmal richtig auf. Urs Mende-Aberdunk ist nämlich nicht nur Lehrer, sondern auch irgendwie Schüler. Seit einem Jahr macht er bei der Freiwilligen Feuerwehr Hitzacker mit. Und zwar so richtig. Also ein bisschen damit geliebäugelt habe ich schon ganz lange, aber ich habe irgendwie mich nie aufgerafft, das zu machen. Und dann gab es ja einmal diese Kampagne 112% Ehrenamt. Meine zwei Töchter oder zwei meiner Töchter waren in der Feuerwehr und dann habe ich diesmal gesagt, so jetzt ist irgendwie mal die Zeit. Und dann habe ich beim Ortsbahnmeister nachgefragt und der hat gesagt, ja, wir nehmen dich gerne auf. Unter Nachwuchs stellt man sich ja gemeinhin mit Verlaub doch eher jüngere Leute vor als den 54-Jährigen. Aber das Alter ist den freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Lüchow-Dannenberg total egal. Hauptsache, es kommt jemand und will mitmachen. Und sie kommen, dank einer Werbekampagne. Wir haben uns distanziert von den Mitgliederwerbeaktionen, die es bundesweit gibt, wo man den Leuten versucht, Angst zu machen. Wir haben keine Leute, wenn ein Haus brennt, musst du alleine löschen. Oder auch von der Jammertour, Mimimi, wir haben keine Leute, komm bei uns, hilf uns. Davon haben wir uns distanziert und haben gesagt, wir wollen transportieren, dass Feuerwehr toll ist, dass Feuerwehr Spaß macht und dass Feuerwehr für jedes einzelne Mitglied einen Mehrwert bringt. Zeitungsannoncen, Plakate, Social Media, Produktion eines Kinospots, Reklame auf allen Kanälen. Seitdem sie mit der Werbeoffensive angefangen haben, läuft's mit dem Nachwuchs. Wir hatten 22 Mitgliederzuwachs von 150 Einsatzkräften. Das entspricht ungefähr 5% der Gesamtstärke. Im bundesweiten Vergleich, bundes- und landesweit, hatten wir einen Zuwachs von unter 1%. Wir hatten also gut 5%. Und davon auch die Hälfte etwa Seiteneinsteiger, also Leute, die sich später erst entschieden haben, zur Feuerwehr zu gehen. Und es sind auch überdurchschnittlich viele Frauen dabei. Laura Barfknecht ist zum Beispiel hauptberuflich Bankkauffrau und macht schon seit 7 Jahren mit. An sich merkt man das überhaupt nicht, ob man Frau oder Mann ist. Im Endeffekt, man muss genau dieselben Sachen im Dienst machen wie die Männer. Und von daher, ich merke keinen Unterschied. Wir werden hier immer mehr Frauen in Splitau. Das ist wirklich toll. Und das freut mich persönlich auch total. Und eben, wir machen genau dasselbe. Und die Männer nehmen uns da mit in ihren Kreis und helfen uns auch natürlich, wenn wir einiges mal nicht schaffen. Und ihre Kollegen unterstützen sie nach Kräften. Wenn sie zum Einsatz muss, muss sie halt raus. Ist eben so. Das Feuerwehrfieber hat auch Urs Mende-Aberdunk gepackt. Auch wenn das alles ehrlich gesagt nicht immer ganz so einfach ist. Man lernt ja ständig was Neues dazu. Jetzt gibt es eine ganze Menge zu lernen. Also ist total spannend. Aber manchmal denke ich auch, wow, was die Kameradinnen und Kameraden alles so können. Da bin ich jedes Mal baff und jetzt lerne ich eben auch. Und das stört ihn überhaupt nicht. Er macht halt, denn ohne die freiwilligen Feuerwehren funktioniert unser ganzes Rettungssystem schlicht und einfach nicht. In Lüchow-Dannenberg sind sie dank cleverer Werbung für den Job aber zum Glück ein Stück weiter von einer Feuerwehrpersonalnot entfernt.